Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Franz Josef Esch. Ich bin Vorstand der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte. Ich freue mich, zu dem heutigen Vortrag Sie alle herzlich begrüßen zu können. Leben mit Taubblindheit unvorstellbar und doch möglich. Ich begrüße Sie auch im Namen des Präsidenten der Polytechnischen Gesellschaft, Herrn Professor Klaus Ring, der heute leider nicht da sein kann. Natürlich begrüße ich ganz besonders die Referentin des heutigen Abends, Frau Irmgard Reichstein. Herzlich willkommen. Frau Reichstein ist die Gründerin und die erste Vorsitzende des Beirats der Stiftung Taubblind Leben. Frau Reichstein ist bundesweit aktiv, um die Lebenssituation von Menschen, die gleichzeitig nicht oder schlecht hören und sehen, zu verbessern. Sie kooperiert mit verschiedenen Organisationen und Netzwerken in ganz Deutschland, um dieses Ziel voranzutreiben. Hintergrund ihres Engagements ist die Tatsache, dass taubblinde Menschen in unserem Land trotz ihrer schweren Behinderung viel zu wenig wahrgenommen werden und es an notwendigen, fachlich fundierten und systematischen Unterstützungssystemen fehlt. Diese geringe Wahrnehmung hat sicherlich mit der geringen Zahl der Betroffenen im Verhältnis zur Gesamtpopulation zu tun. Wir sprechen in Deutschland von bis zu 10.000 betroffenen Menschen und auch damit, dass die Taubblindheit nicht als eigene Behinderung gesehen wird, die eben ganz spezieller Hilfen bedarf. Helen Keller, die weltweit bekannte Schriftstellerin, hat gezeigt, zu welchen Leistungen taubblinde Menschen fähig sind. Sie hat sich Zeit ihres Lebens für die Belange blinder und taubblinder Menschen eingesetzt und für sie gekämpft. Meine Damen und Herren, der heutige Vortrag wird gemeinsam veranstaltet von der Polytechnischen Gesellschaft und der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte. Unsere Stiftung ist eines der Tochterinstitute der Polytechnischen Gesellschaft. Und wir möchten mit diesem Vortrag dazu beitragen, dass taubblinde Menschen mit ihren Kompetenzen, aber auch mit ihrem Unterstützungsbedarf mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Die Polytechnische Gesellschaft veranstaltet jährlich in zwei Vortragsreihen ca. 20 Vorträge zu ganz unterschiedlichen Themenfeldern wie Historie, Kultur, Kunst, Wissenschaft, Soziales, Gesundheit und Bildung, also ein ganz breites Spektrum. Heute ist der letzte Vortrag in der halbjährigen Vortragsserie. Sie können sich aber gerne über die Webseite der Polytechnischen Gesellschaft über die neue Vortragsreihe im zweiten Halbjahr informieren. Die ist gerade in Vorbereitung und es ist draußen auch eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man eben Informationen über diese zweite Vortragsreihe gerne hat. Auch die gehaltenen Vorträge werden auf der Webseite der Polytechnischen Gesellschaft veröffentlicht, also wer interessiert ist, kann sich im Nachhinein oder der nicht kommen konnte, dort auch nochmal über die Vorträge informieren. Unser Dank gilt wie immer der Frankfurter Sparkasse, die es uns ermöglicht, dass wir Sie an so einem zentralen Ort mitten in Frankfurt zu diesen Vorträgen einladen können. Infos über die Beteiligten, über die Polytechnische Gesellschaft, Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte und die Stiftung Taubblind Leben finden Sie draußen im Foyer und auch Ansprechpartner, die Sie auch fragen können. Wie Sie sehen, wird das Gesprochene in Gebärden übersetzt und ich möchte auch die Dolmetscherin Frau Dien ganz herzlich begrüßen, die uns eben im Verlauf des Vortrages unterstützt. Und liebe Frau Reichstein, jetzt sind wir ganz gespannt auf Ihren Vortrag. Lieber Herr Esch, ich danke Ihnen für die Einladung und auch die freundlichen einleitenden Worte. Und ich danke der Polytechnischen Gesellschaft für die Aufnahme des Themas, für das eine verbesserte öffentliche Wahrnehmung ganz wichtig ist. Ich danke natürlich auch Herrn Professor Ring, der Polytechnischen Gesellschaft und der Kreissparkasse. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich und lade Sie heute Abend ein, einzutauchen in eine taktile Welt, sich einzulassen auf ein Thema, das nicht unbedingt Spaß und Unterhaltung verspricht. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen trotz Champions League und für Ihr Interesse an diesem Thema. Der Höflichkeit halber beginne ich mit einer kurzen Vorstellung.
Mein Bezug zum Thema ist ein persönlicher. Ich befasse mich seit meinem 14. Lebensjahr mit Taubblindheit. Das war der Zeitpunkt der Diagnose Usher bei meinem Bruder. Usher ist eine der häufigsten Erbkrankheiten, die zu erworbener Taubblindheit führen. Mein Bruder war zu diesem Zeitpunkt gehörlos und wir wussten nun, dass er auch blind werden würde. Wir haben viel erlebt und viel beobachtet und nicht selten kamen uns die Schwierigkeiten durch die Gesellschaft, die Barrieren, die Widerstände schwerer vor als die durch die Behinderung selbst. 2009 hat die Bundesregierung die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Das schien mir persönlich ein Anlass, die Stiftung zu gründen, um endlich für die Rechte taubblinder Menschen und deren Umsetzung kämpfen zu können und auch dazu zu kommen, dass diese Menschen ihre Rechte leben können. Ich habe also 2010 zusammen mit meinem Mann als Treuhandstiftung die Stiftung Taubblind Leben gegründet mit dem Zweck, die Lebensqualität taubblinder Menschen zu verbessern. Wir unterstützen die Selbsthilfe intensiv bei der Durchsetzung besserer Leistungen durch den Staat und wir unterstützen die einzelnen Selbsthilfegruppen in ihren Aktivitäten. Wir machen ihnen Mut, wir möchten, dass taubblinde Menschen in die Gesellschaft treten können. Wir unterstützen auch einzelne Betroffene bei der Umsetzung ihrer persönlichen Ziele. Wir begleiten sie bei komplizierten Antragsverfahren. Ihnen allen wird nicht fremd sein, dass unser Leistungsträgerprinzip in diesem Land ausgesprochen kompliziert ist und für einen taubblinden Menschen eine unglaubliche Barriere darstellt. Wir unterstützen dies mit rechtsanwaltlichem Beistand und kompetentem Rat. In Nordrhein-Westfalen haben wir einen Fokus. Dort finanzieren wir Assistenzvermittlung, eine kleine, bescheidene Form der Beratung. Und wir begleiten die Menschen etwas intensiver, weil es dort auch mehr Möglichkeiten gibt. Das werde ich nachher noch mal darlegen. Wir machen das in einer Gruppe. Ich möchte darauf hinweisen, dass Ursula Bernard in Nordrhein-Westfalen 10 Jahre lang ehrenamtliche Taubblindenberatung gemacht hat, die Situation von der Pike kennt und uns eine ganz wertvolle Unterstützung ist. Wir haben außerdem im Stiftungsbeirat Karl-Heinz Jacobs. Er macht seit 22 Jahren Rehabilitationsmaßnahmen mit taubblinden Menschen. Im einzigen deutschen Taubblindenwerk, im einzigen Rehabilitationszentrum in diesem Land. Mein Mann, den ich schon angesprochen habe, und Hille Bruns, eine erfahrene Taubblindenassistentin und Beraterin. Wir werden noch betreut und kontrolliert von der Stiftung Gemeinsam Handeln, sind aber dieses Jahr auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ende des Jahres werden wir eine rechtsfähige Stiftung sein und noch mehr und bessere Möglichkeiten haben. Wir arbeiten, wie Herr Esch schon gesagt hat, in sehr breiten Netzwerken. Wir sind viel vor Ort in Berlin in der Politik. Wir sind sehr viel vor Ort. Wir kommen heute gerade vom Landschaftsverband im Rheinland, um die Interessen taubblinder Menschen mit ihnen selbst zu vertreten. Und wir sind auch sehr gut verankert in anderen Stiftungen, mit anderen Stiftungen, wie hier der Frankfurter Blindenstiftung oder den großen Sozialverbänden wie dem Paritätischen, der uns bislang betreut und kontrolliert. Ich möchte aber auch sagen, dass ich nicht nur in der Taubblindenwelt lebe. Ich bin selbst persönlich Mutter von 2 Kindern. Ich habe auch eine Familie. Ich bin berufstätig immer gewesen. Ich bin im Management eines mittelständischen Unternehmens mit 45 Mitarbeitern, verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Ich lebe also 2 Leben. Und das gibt mir hoffentlich den hinreichenden Abstand zu dem Thema Taubblindheit, um klug zu agieren. Genug zur Vorstellung. Kommen wir zum Thema. Leben mit Taubblindheit. Unvorstellbar und doch möglich. Nichts hören und nichts sehen. Was ist dann noch möglich? Wie kann man sein Leben aktiv gestalten?
Schon die Vorstellung, einen der beiden Sinne zu verlieren, löst in den meisten Menschen Angst aus. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute nahebringen, wie ein selbstbestimmtes und aktives Leben mit Taubblindheit möglich ist und dazu beitragen, Barrieren, Vorurteile und Ängste abzubauen. Vielleicht sind Sie Taubblindheit schon einmal begegnet. Herr Esch sprach Helen Keller an. Vielleicht haben Sie auch schon von Peter Hepp gehört. Beides sind Ausnahmepersönlichkeiten. Sie haben viel erreicht. Helen Keller hat als erste Taubblinde das Thema Taubblindheit aktiv und positiv besetzt. Peter Hepp ist taubblinder Diakon in Rottweil, betraut mit einer Gemeinde und mit der Seelsorge für taubblinde Menschen in ganz Baden-Württemberg. Ein bemerkenswerter Erfolg, der zeigt, was möglich ist. Zum Einstieg in diese taktile Welt lade ich Sie nun ein, mich auf eine Reise zu begleiten. Sie sehen hier ein Bild aus einer Assistenzausbildung in Nordrhein-Westfalen. Hier übte eine Assistentin das Einsteigen in eine U-Bahn. Ein schwieriger Vorgang mit einem Taubblinden. Sie sehen, sie hat Hörgeräte auf. Es wird simuliert. Die taubblinden Assistenten in der Ausbildung erfahren selbst, wie die Situation der Taubblindheit ist, damit sie auch richtig helfen können. Ich bitte Sie nun, für einige Minuten ganz sich auf diese Reise quer durch Köln einzulassen. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie anschließend schon viel verstanden haben werden von dem, was Taubblindheit ausmacht. Sie werden Bernd begleiten. Bernd ist 55 Jahre alt. Er ist gehörlos geboren und nunmehr seit fast 20 Jahren gesetzlich blind. Er gehört zu den 2/3 aller Betroffenen, bei denen Taubblindheit nicht angeboren, sondern erworben ist. Bei guten Lichtverhältnissen kann er manchmal noch Kontraste erkennen. Eine vorbeilaufende Person oder eine Brücke nimmt er als konturlosen Schatten wahr. Er liest schon lange mit Braille, einer tastbaren Punktschrift für Blinde. Die Kommunikation mit anderen läuft über ein tastbares Fingeralphabet. Jede Berührung in der Hand ist ein Buchstabe. Man kann mit dieser Technik langsames Sprechtempo erreichen. Sie läuft auch über taktile Gebärdensprache. Sie sehen hier Gebärdensprache. Stellen Sie sich vor, ein taubblinder Mensch legt seine Hände auf die Hände der Gebärdenden und ertastet diese Gebärden. Auch diese Kommunikationsform funktioniert. Bernd nutzt das Internet mit seinen Informationsmöglichkeiten, ist mit vielen Menschen über Mail- oder Chatforen vernetzt. Er gehört zu den wenigen taubblinden Menschen in Deutschland, die Rehabilitationsmaßnahmen erfahren haben. Er ist in der Lage, seinen Alltag selbstständig zu regeln und er ist aktiv. Er organisiert Ausflüge und Treffen für Selbsthilfegruppen. Er besucht Museen, er wandert und reist. Heute war er bei einem Treffen in Köln-Deutz und jetzt fährt er zurück nach Köln-Löwenich. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, für unsere kleine Reise die Augen zu schließen, außer natürlich den Gehörlosen, die die Gebärdendolmetscher verfolgen, und sich aktiv vorzustellen, wie Bernd diese Reise erlebt und bewältigt. Bis zum Zug begleitet ihn seine Assistentin. Das ist nötig, denn bevor Bernd die Türe finden würde, wäre der Zug schon wieder weg. Bernd ertastet die Türe und steigt ein. Er macht das oft und ist geübt. 13 Minuten dauert die Fahrt bis Löwenich. 4 Haltestellen liegen dazwischen. Aber heute ist alles anders. Bernd ist zu spät losgekommen
und es ist schon Berufsverkehr. Er tastet sich mit Hilfe seiner freien Hand und mit Hilfe des Blindenstocks in der anderen Hand bis in den Gang. Die Gleichgewichtsprobleme, die Bahn ist voll und er kann nicht sitzen. Er steht im Gang und er versucht, sich festzuhalten. Als Gehörloser hat er Gleichgewichtsprobleme und das Stehen ist schwierig für ihn. Würde er sitzen, könnte er seine Uhr abtasten und die Zeit verfolgen. Außerdem zählt er immer die Haltestellen mit. Im Kölner Hauptbahnhof spürt er noch, dass der Zug hält. Dann wird es noch voller. Bernd wird ständig von allen Seiten gestoßen. Durch die vielen Stöße kann er nicht mehr spüren, ob der Zug steht oder fährt. Die nächsten Haltestellen bekommt er nicht mehr mit. Die Zeit kann er nicht verfolgen, weil er sich festhalten muss. Jemanden anzusprechen scheidet aus. Niemand würde ihn verstehen. Bernd hofft, dass er noch einige markante Orientierungspunkte wahrnehmen kann und versucht, Kontraste zu erkennen. Er weiß genau, wann Brücken kommen. Aber er kann nichts erkennen. Bernd wird unruhig. Doch er ist gut vorbereitet. Bei seinem Mobilitätstraining hat er gelernt, Kommunikationskarten mit sich zu führen. Mit der freien Hand tastet er nach den Karten und zieht die passende heraus. Ich möchte in Löwenich aussteigen. Bitte helfen Sie mir, ich bin taubblind. Diese Karte hält er nun seinen Nachbarn hin. Langsam beschreibt er mit der Karte einen Kreis nach allen Seiten und hofft, dass jemand reagiert. Sehr bald hält der Zug. Jemand nimmt ihn am Arm und steigt mit ihm aus. Bernd hat Zweifel. Ist das wirklich schon der richtige Bahnhof? Erkennen kann er nichts. Bernd spürt, der Passant steht noch neben ihm. Er holt einen Zettel und einen Stift und schreibt blind auf: Bin ich in Löwenich? Er hält dem Passanten den Zettel hin. Keine Reaktion, jedenfalls keine spürbare. Klar, der Passant weiß ja nicht, wie er antworten kann. Bernd holt eine weitere Kommunikationskarte. Schreiben Sie Druckbuchstaben in meine Handfläche. Er hält die Hand hin und der Passant schreibt ja. Bernd ist erleichtert, doch der Bahnsteig ist groß. Es gibt mehrere Treppen, aber nur einen Aufzug. Er bittet den Passanten dieses Mal in lautsprachlich begleiteter, langsamer Gebärdensprache, ihn zum Aufzug zu bringen. Bernd spricht so deutlich, wie er kann. Der Passant versteht ihn und bringt Bernd zum Aufzug. Bernd bedankt sich. Bis zu seiner Wohnung sind es noch circa 1000 Meter. Drei Straßen muss er überqueren, aber diesen Weg kennt er wie seine Westentasche und bewältigt ihn völlig sicher. Zu Hause angekommen, schickt er seiner Assistentin eine SMS. Sie hatte um Rückmeldung gebeten. Für Bernd ist es ein gutes Gefühl, selbstständig zu sein, SMS auf der Braillezeile schreiben, senden und empfangen zu können, Wege selbst zu bewältigen, mit Verkehr und Komplikationen zurechtzukommen. Meine Damen und Herren, Sie sind angekommen. Ich danke Ihnen, dass Sie mitgereist sind und ich denke, die Reise hat viele Fragen bei Ihnen aufgeworfen. Mobilität und Kommunikation sind die Basis für gesellschaftliche Teilhabe und selbstbestimmtes Leben. Diese kleine Reise hat Ihnen einen Eindruck davon gegeben, wie groß die Barrieren für taubblinde Menschen sind. Dinge, die für uns alle selbstverständlich und kinderleicht sind, werden zum Abenteuer und bergen viele Risiken. Sicher haben Sie sich Fragen gestellt: Was ist, wenn sich kein Passant findet? Was,
wenn der Falsche? Warum begleitet die Assistenz Bernd nicht bis nach Hause? Was, wenn ein Mensch nicht den Mut findet, sich auf eine solche Reise zu begeben? Wie kann Bernd den weiteren Heimweg eigentlich bewältigen? Wie sicher eine Straße überqueren, wenn er doch ein Auto weder hören noch sehen kann? Vielleicht fragen Sie sich selbst auch, ob Sie wohl selbst genug Mut hätten, einen solchen Weg zu gehen, oder warum Sie eigentlich noch nie einem Taubblinden begegnet sind. Ich will Sie nun in einer halben Stunde mit einigen Fakten und Hintergründen bekannt machen, die Ihnen viele dieser Fragen beantworten werden. Sicher nicht alle. Was ist Taubblindheit? Ein tauber Mensch sieht ein Flugzeug, ein blinder Mensch hört es, ein taubblinder Mensch nimmt es nicht wahr. Taubblindheit ist eine ganz andere Qualität. Es ist nicht die Summe von blind und taub, sondern die Wirkung, die Auswirkungen potenzieren sich. Auch wenn Sie eine starke Hör- oder Sehbehinderung haben, sind Sie im Straßenverkehr schon extrem unsicher, verlieren Ihre Mobilität, verlieren Ihre Kommunikationsfähigkeit, weil Sie die Laute nicht mehr zuordnen können, die Richtung nicht mehr erkennen können, Text, gesprochene Sprache nicht mehr verstehen. Wir sagen deshalb, Taubblindheit ist gegeben, wenn Hören und Sehen so eingeschränkt sind, dass eine Kompensation des einen Fernsinnes durch den anderen nicht mehr möglich ist. Das lässt sich auch wissenschaftlich fassen, ich will Sie aber nicht mit Definitionen quälen. Es ist etwas, das man auch für Verwaltungsrechtler fassbar machen könnte, wenn man es denn wollte. Werfen wir einen Blick auf die Ursachen. Die Ursachen sind sehr vielfältig. Eine habe ich genannt, das ist das Usher-Syndrom. Es ist die häufigste Ursache für erworbene Taubblindheit. Und sie tritt in unterschiedlichen Formen und Versionen auf. Es gibt andere Erbkrankheiten, Stoffwechselkrankheiten, die auch zum Sinnesverlust im Laufe des Lebens führen. Daneben gibt es Schädigungen durch Erkrankungen und Infektionen, Gehirnhautentzündungen, Zeckenbisse. Es ist unglaublich, wie viele Krankheiten es gibt, die das beeinflussen. Wir haben vielfach auch Unfälle. Oder einen blinden Mensch, der einen Hörsturz hat und das Hörvermögen so weit verliert, dass er eben auch Sprache nicht mehr wahrnehmen kann. Wir haben natürlich auch Geburtsschäden, wir haben angeborene Taubblindheit und ein sehr großer Teil der Betroffenen hat einfach auch eine altersbedingte Taubblindheit. Im Alter lassen die Sinne nach, wir werden alle älter, die Lebenserwartung ist gestiegen und der Prozentsatz alter Menschen, die größte Schwierigkeiten mit der Kommunikation und Mobilität haben, wächst ständig. Grundsätzlich unterscheiden wir drei verschiedene Gruppen, weil die Kommunikation dieser Gruppen dann auch unterschiedlich aufgebaut werden muss. Es sind die gehörlos Geborenen, die in die Taubblindheit geraten und in aller Regel, wie hier, gebärdensprachlich kommunizieren. Dann sind es schwerhörige oder hörende Menschen, die beide Sinne verlieren, die aber eben lautsprachlich aufgewachsen sind und auch einen vollen Zugang zur Schriftsprache haben, was schon eine Erleichterung ist, um Kommunikation aufrechtzuerhalten. Dann haben wir die Gruppe der taubblind geborenen Kinder, bei denen natürlich ganz andere Wege der Ausbildung und der Förderung beschrieben werden. Wir haben in Deutschland auch 5 Zentren für die Frühförderung taubblinder Kinder, die sehr, sehr gute Arbeit leisten. Die geschätzte Zahl taubblinder Menschen in Deutschland liegt zwischen 2.500 und 6.000 oder aber auch 10.000 Menschen. Jetzt werden Sie mich fragen, ja, geht das nicht genauer? Es geht nicht genauer, weil diese Menschen nicht erfasst werden. Wir erfassen in unserem Land Gehörlose, wir erfassen blinde Menschen, wir erfassen verschiedene Arten der Behinderung, nicht die Taubblindheit.
Das hat ein besonderes Ausmaß in der Folge, denn taubblinde Menschen ziehen sich zurück, wie wir gleich lernen werden oder wie ich gleich vorstellen werde, und gehen nicht selbst zu einem Amt. Das heißt, wir verlieren sie. Menschen, die wir eigentlich zugehend und aktiv beraten müssten, verschwinden. Verschwinden in ihren Familien, in Einrichtungen und keiner weiß, dass sie da leben. Welche Folgen hat nun die Taubblindheit? Nicht sehen und nicht hören. Ausgehend von einem normalen Berufsleben, das 2/3 der Betroffenen geführt haben durchaus. Durch die Einschränkung beider Sinnesleistungen schränkt sich zuerst die Mobilität ein. Sie trauen sich nicht mehr auf die Straße, ganz einfach, weil sie die Gefahren nicht mehr richtig erkennen, weil sie ein Martinshorn nicht zuordnen können, weil es stressig ist, wenn sie nicht richtig sehen und nicht richtig hören, überhaupt zurechtzukommen. Dann bauen sich Kommunikationsbarrieren auf. Schon ein schwerhöriger Mensch hat hohe Barrieren. Das Nachfragen in der Gesellschaft ist manchmal schwer. Ich habe es nicht verstanden. Es tun viele nicht gerne. Die Kommunikationsbarrieren werden immer größer. Und das beeinträchtigt zusammengenommen auch die Wahrnehmung. Wenn sie sich zurückziehen, dadurch, dass sie nicht mehr in den Verkehr kommen, wenn sie kaum noch kommunizieren, ihre Kommunikation zurückfahren, weil die meisten Menschen sie als zu kompliziert und zu anstrengend empfinden, dann verlieren sie den Kontakt zu ihrer Umwelt und sie nehmen auch nicht mehr so viel wahr. Der erschwerte Zugang zu Informationen ist eine ganz wesentliche Beobachtung, die wir feststellen. Wer nicht schon Braille kann, wer nicht schon Lesenzugang hat, den verliert, dadurch, dass er plötzlich nicht mehr sieht, nicht mehr lesen kann, der verliert den Zugang zu jedweder Information. Er kann plötzlich den Alltag nicht mehr bewältigen. Die Brötchen um die Ecke beim Bäcker zu holen, geht nicht mehr. Mit dem Nachbarn zu sprechen, funktioniert auch nicht mehr. Die eigenen Eltern beschränken unter Umständen auch die Kommunikation auf ein Wesentliches, einfach weil es so kompliziert ist. Die Freizeitaktivitäten schränken sich massiv ein. Hobbys, die sie haben, Dinge, denen sie nachgehen, funktionieren nicht mehr. Sie machen einen Sport. Dieser Sport erfordert aber, dass sie etwas sehen. Sie spielen Ball, sie spielen Fußball, sie machen Handball. Sie müssen sich aus diesen Dingen zurückziehen und immer wieder andere Betätigungen ihrer Freizeit suchen. Das geht dann eine Weile gut und so wie sich das Sehen weiter verschlechtert, verlieren sie noch mehr Möglichkeiten. Bei Kindern kann man beobachten, dass es die Gesamtentwicklung erheblich beeinträchtigt. Sie haben nicht mehr den Zugang und ziehen sich zurück, entwickeln sich dann auch nicht weiter. Sie ruhen in sich selbst, aber sie nehmen nicht teil am Leben, sie nehmen die Welt nicht wahr. Wir haben Erwerbsminderungen in erheblichem Ausmaß, kaum ein taubblinder Mensch ist noch in der Erwerbswelt, die Menschen verlieren ihre Arbeit in aller Regel und am Ende sind sie in der Abhängigkeit von wenigen Personen. Ich will das gleich nochmal veranschaulichen. Die Isolation ist sehr groß, die wir als Stiftung im Land beobachten. Wir haben ein Projekt, wo wir versuchen, taubblinde Menschen zu finden und wir sehen, dass sie sehr, sehr abgeschnitten sind von der Gesellschaft, ganz einfach, weil sie sich zurückziehen. Es ist bekannt und wissenschaftlich belegt, dass natürlich Depression und Suizidgefahr die Folgen sind. Und wenn ein Mensch ganz tief in diese Isolation gefallen ist, ist es sehr schwer, ihn rauszuholen. Die Betroffenen leben sehr oft in fortgeschrittenem Alter bei den Eltern, später bei Geschwistern. Viele leben auch in Partnerschaft mit nicht oder weniger behinderten Menschen. Ganz viele nicht spezialisierten Wohnheimen, wo die taktilen Kommunikationsformen, die ich kurz vorgestellt habe, nicht beherrscht werden, sodass auch da die Kommunikation extrem eingeschränkt ist. Es gibt nur etwa 150-200 spezialisierte, also Wohnplätze in spezialisierten Einrichtungen, die diese Kommunikationsformen beherrschen. Gemessen an einer Zahl von 6.000, 10.000 taubblinden Menschen ist das extrem wenig.
Ganz selten lebt ein taubblinder Mensch auch in einer eigenständigen Wohnung, wobei er das große Problem hat, dass er dann Assistenz braucht, die in diesem Land nicht greifbar ist. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. All diese Namen, die ich hier nenne, sind gefakte Namen, aber all diese Menschen, von denen ich spreche, gibt es, sind reale Menschen, denen wir in unserer Stiftungsarbeit begegnet sind. Nehmen wir Marianne. Marianne hat große Kommunikationsprobleme, sie ist gehörlos und sie kann die Gebärden nicht mehr verfolgen. Das Sehvermögen ist so schlecht, dass sie die Gebärdensprache nicht mehr erkennen kann. Sie lebt bei ihrem 88-jährigen Onkel, die Eltern sind inzwischen gestorben und ihr Bruder ist gehörlos und kann Gebärden. Sie beide haben für sich aber nicht das taktile Gebärden erkannt. Auf diese Idee muss man nämlich erst mal kommen. Das heißt, ihre Kommunikation ist begrenzt auf ganz, ganz wenige Begegnungen am Tag. Komm mal zum Essen. Marianne darf das Haus nicht mehr verlassen, der 88-jährige Onkel hält das für viel zu gefährlich. Sie darf nur noch in den Garten und geht im Garten an der Wäscheleine auf und ab, um sich ein wenig bewegen zu können. Das ist der Zustand, in dem wir Marianne finden. Die ganze Familie ist sehr misstrauisch. Wenn sie jetzt vor der Tür stehen und sagen, wir wollen helfen, dann beherrscht Angst das Geschehen. Bloß nichts antasten, bloß nichts ändern, Hauptsache es hält. Aber das muss sich natürlich ändern und ich will gleich auch aufzeigen, wie wir als Stiftung hier auch helfen können. Die Situation, die ich jetzt beschrieben habe, der Isolation, der Eingesperrtheit, der Abgeschiedenheit von der Realität, die findet sich genauso in Einrichtungen. Sie können das ganz, ganz klar auf Einrichtungen übertragen. Da gibt es vielleicht Betreuer, aber diese Betreuer beherrschen auch sehr oft die taktilen Kommunikationsformen nicht, sodass die Kommunikation auf ganz, ganz wesentliche Dinge rudimentär beschränkt bleibt. Auch diese Situationen finden wir in großer Menge. Warm, satt und trocken. Menschenwürde ist hier ein Konjunktiv. Was kann man tun? Was ist möglich? Zunächst einmal steht da Vertrauensaufbau. Ein Gespräch mit Marianne war sehr schnell möglich, weil wir ja das taktile Gebärden kennen. Das heißt, wir konnten sofort anfangen, mit ihr taktil zu gebärden. Ein Mensch, der ganz lange nicht kommuniziert hat, sprüht über, wenn er plötzlich die Chance hat, sich wieder zu äußern, wenn er plötzlich von außen angesprochen wird. Schon in einer Stunde war das möglich und die Assistentin, die sich mit Marianne befasst hat, hat ihr dann gesagt, ich komme in einer Woche wieder, ich komme jetzt jede Woche einmal. Marianne konnte das zuerst gar nicht fassen, da kommt jemand sie besuchen. In einer regelmäßigen Arbeit über mehrere Wochen ist dann Kommunikation aufgebaut worden, denn auch Marianne musste das taktile Gebärden lernen und auch das Lormen lernen, alles Kommunikationsformen, die in der Familie nicht bekannt waren. Dann war es möglich, die ersten Ausflüge zu machen. Zum ersten Mal seit Jahren konnte Marianne wieder in einen Supermarkt gehen und sich das Essen und die Wurst aussuchen, die sie selber wollte. Stellen Sie sich das einmal vor. Marianne kommt nach Hause und versteckt diese Wurst im Schrank zwischen der Wäsche, damit sie auch ja nicht von den anderen gegessen wird. Sie können sich vorstellen, dass in einer solchen Situation viele Monate nötig sind, um Marianne wieder in die Gesellschaft zu bringen. Ihr nahezubringen, es gibt auch andere Assistenten, sie hat ein Recht, aktiv zu sein, sie darf selbst bestimmen, was sie isst, was sie anzieht, sie darf auch Aktivitäten und Wünsche haben. So hat Marianne dann irgendwann auch gesagt, ja, ich möchte zur Selbsthilfegruppe mal gehen. Inzwischen geht sie dort regelmäßig hin. Inzwischen ist sie aus dieser Isolation ausgebrochen.
Notwendig war der Zufall, sie zu finden. Ein Merkzeichensystem haben wir in diesem Land nicht. Wir erfassen die Menschen nicht. Wir erlauben, dass sie sich der Gesellschaft erziehen. Wir schauen tatenlos zu. Und es ist so leicht möglich, das zu verhindern. Notwendig sind jetzt weitere Rehabilitationsmaßnahmen, die sie in die Lage versetzen, so selbstbestimmt und aktiv zu leben, wie sie das vorhin von Bernd gehört haben. Ich will den Bedarf ganz kurz umreißen für Sie. Da gibt es natürlich seitenlange Bände. Das Wichtigste, das A und O für einen taubblinden Mensch, ist eine qualifizierte Assistenz, damit er seine eigene Aktivität entfalten kann. Und ich möchte nochmal sagen, diese Assistenz ist keine Sozialarbeiterin, sondern es ist jemand, der einfach nur Auge und Ohr ist für den taubblinden Menschen und der ihm ermöglicht, das zu tun, was er selber tun möchte und ihm nicht vorschreibt oder sagt, was zu tun ist. Wir brauchen dringend kompetente Beratung und Familienunterstützung. Die Alltagsbewältigung in diesen Familien ist katastrophal. Alle brauchen Hilfe. Es gibt im Moment keine Strukturen, die hier ansetzen und die hier diesen Menschen wirklich konsequent helfen, zu den richtigen Hilfsmitteln zu kommen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Wir brauchen Rehabilitationsangebote. Es gibt in ganz Deutschland ein einziges Zentrum für Rehabilitation für taubblinde Menschen in Hannover, unerreichbar für einen Taubblinden, der irgendwo in diesem Land auf dem Land lebt. Freizeit-, Beschäftigungs- und Wohnangebote in den Einrichtungen, geschultes Personal, Personal, das es nicht zulässt, die Kommunikation in dieser Weise zu verlieren. Ich habe es vorhin angesprochen, wir haben als Land, als Bundesregierung die UN-Konvention zu den Rechten behinderter Menschen ratifiziert. Das ist ein Meilenstein für behinderte Menschen. Es wird ihnen versprochen und zugesichert, dass sie ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe haben. Das Problem ist, das, was zu dieser Teilhabe, zu dieser gleichberechtigten Teilhabe notwendig ist, nämlich eine qualifizierte Assistenz, das ist nirgendwo dokumentiert. Das steht nirgendwo geschrieben. Es gibt keinen Paragraphen in unseren Sozialgesetzbüchern, der sagt, das ist Taubblindheit und das ist das, was ein taubblinder Mensch braucht und was ihm auch zugesprochen werden muss. Dieses Instrumentarium fehlt, sodass kaum ein taubblinder Mensch in diesem Land Assistenz hat. Ich will Ihnen das jetzt nur an einigen ausgewählten Fakten vor Augen führen, wie das Ausmaß ist. Wir haben in ganz Deutschland keine 100 geschulten Taubblindenassistentinnen. Ungeschult können sie das nicht machen. Sie müssen die Kommunikationsmethoden beherrschen und sie müssen eine Vorstellung haben, wie die Welt eines Taubblinden aussieht. Hier in Hessen gibt es nur 2. Das ist viel zu wenig. Wir haben extrem hohe Barrieren für die Finanzierung. Wenn Sie Assistenz für einen taubblinden Menschen beantragen, wird das in aller Regel nur in einem sehr geringen Maße genehmigt. Erstmal gilt der Vermögensvorbehalt. Erstmal muss selbst gezahlt werden. Und dann ist die Assistenz, die zugesprochen wird, unglaublich gering. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ganze 23 taubblinde Menschen, die über die Eingliederungshilfe Assistenz finanziert bekommen und geschätzt leben dort 1000. Ohne diese Assistenz ist Teilhabe nicht möglich. Wir haben kaum Beratungs- und Rehabilitationsangebote. Hier in Hessen gibt es kein einziges. Es gibt ja eine ehrenamtliche Taubblindenberatung durch den Blindenverband, aber es gibt keine Rehabilitation und es gibt keine Beratungsmöglichkeit. Von geschätzten 10.000 Menschen in ganz Deutschland haben ganze 130 Menschen
Rehabilitationsmaßnahmen erfahren, das heißt gelernt, wie sie mit Taubblindheit umgehen können. Lebenspraktische Fertigkeiten, wie mache ich mir meinen Kaffee, wie gieße ich mir meinen Tee ein, ohne mir die Finger zu verbrühen, wie bewältige ich meinen Haushalt, wie kann ich trotzdem einkaufen, was kann ich mit meinem Schriftwechsel machen. Breie, Kommunikationsformen, 130 Menschen sind bis jetzt im Taubblindenwerk geschult worden. Das zeigt, glaube ich, sehr gut, wie unzureichend die gesellschaftliche Wahrnehmung dieses Personenkreises ist. Die gesetzlichen Regelungen habe ich erwähnt. Das Erste, wofür wir als Stiftung uns einsetzen, ist die Taubblindheit anzuerkennen, als eine spezifische Behinderung und sie in den Gesetzbüchern auch einmal festzuschreiben. Taubblinde Menschen haben deshalb im Oktober letzten Jahres in Berlin demonstriert. 200 taubblinde Menschen haben sich Privatassistenz organisiert und sie finanziert und sind nach Berlin gereist, um dort für ihre Rechte zu demonstrieren. Taubblinde in Isolationshaft war das Motto dieser Demonstration. Mit symbolischen Ketten und in einem stillen Schweigemarsch sind diese Menschen durch Berlin gelaufen. Bei der Kundgebung waren viele Vereine und Verbände zu vertreten, leider aber kein einziger Politiker. Ich habe Sie jetzt durch ein Jammertal geführt, aber ich möchte Ihnen auch zeigen, nochmal positive Bilder. Wir unterstützen die Selbsthilfe, wie ich gesagt habe, und die Selbsthilfe ist sehr aktiv geworden in den letzten Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einem taubblinden Menschen begegnen, ist deutlich gestiegen durch die Aktivitäten. Es werden Museen besucht, hier waren wir in dem Historischen Museum in Trier. Es sind große Gruppen, die zustande kommen. Die Hälfte davon sind betroffene Personen, die andere Hälfte sind Taubblindenassistenten. In der Regel geschulte Leute, die das aber ehrenamtlich und nebenberuflich machen. Es gibt kein Berufsbild. Wir waren außerdem an einem Weingut, wir waren sogar im Weingut von Günther Jauch, haben eine Weinprobe gemacht. Die Gruppe hatte ganz viel Spaß und Freude. Und hier sind wir in einem Naturkundepark gewesen, haben alles ausprobiert. Die Ranger haben uns die Käfer in die Hand gegeben, sie haben uns auf die Pilze hingewiesen. Was ertastbar war, wurde ertastet, was gerochen werden konnte, wurde errochen. Die Fragen aus der Gruppe waren immens und die Ranger waren zutiefst beeindruckt. Sie haben noch nie eine Führung gehabt mit einer so interessierten Gruppe. Sie haben noch nie so viele Fragen beantwortet. Das ist der Erfolg der Selbsthilfe, Menschen dorthin zu bringen, Menschen in die Gesellschaft zu bringen. Und die Resonanz und die Reaktion solcher Führer, Museumsführer, ist immer erstmal: Was soll ich, eine Taubblindengruppe? Ja, wie soll das denn gehen? Und mit einer gewissen Anleitung sind sie nachher vollkommen beeindruckt. Es geht. Wenn ein Wille da ist, geht es. Mit Taubblindenassistenz. Ohne natürlich nicht. Hier oben sehen Sie einen Stand, auch das sind Dinge, die wir fördern. Da hat eine Betroffene aus dem Bergheimer Raum gesagt, hier ist eine Handicap-Messe. Da möchten wir uns darstellen als Taubblinde, helft ihr uns. Dann übernehmen wir die Formalitäten oftmals, die Anmeldegebühren natürlich, die Kosten. Und hier sehen Sie unseren taubblinden Chat-Administrator im Gespräch mit einem FDP-Politiker über seine Braillezeile und Computer. Auch hier ist Begegnung möglich. Ich glaube, auch in der Politik ist jede dieser persönlichen Begegnungen immer ein Schritt weiter nach vorn. Hier unten sehen Sie eine Gruppe von Pflegern in einer Einrichtung. Ich habe Ihnen das beschrieben. Es gibt Einrichtungen, die haben 6 taubblinde Menschen und sie haben nicht einen einzigen Betreuer, der lommen oder taktil gebärden kann. Das heißt, die Leute werden zum Essen gezogen, an den Tisch gesetzt, dann wissen sie,
dass sie das Essen bekommen. Diese Gruppe von Pflegern wollte sich der Thematik stellen und wir sind dort gewesen mit taubblinden Menschen, um ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie das Leben mit Taubblindheit ist. Sie sehen, sie tragen Brillen, sie haben sich ein Stück weit auf die Selbstversuche eingelassen, um dann eben im Alltag besser und angemessener reagieren zu können. Das sind die ersten Schritte in eine richtige Richtung. Hier sehen Sie eine Kommunikationsform, das ist eine alte klassische Braillemaschine. Da kommt ein Band raus und dieses Band ist ertastbar. Das Praktische an dieser alten Version ist, dass einer schreibt und drei lesen. Das Band läuft dann durch drei verschiedene Handpaare durch. Das Ganze kann man natürlich auch hochmodern und elektronisch regeln. Hier sehen Sie einen Computer mit Braillezeile, das heißt, der Text wird geschrieben in der Schriftdolmetschung und wird hier über Braille dann abgelesen. Hier unten sehen Sie Menschen, die noch in der Lage sind, weiß auf schwarz zu lesen, die also hier zusammensitzen und die Reden auf diese Weise verfolgen. Es gibt immer Wege, man muss sie nur finden. Hier wird kräftig gelormt und Sie sehen hier, dass die betroffene Person hält die Handfläche hin und der Assistent lormt. Und Sie kriegen hier sogar ganze Vorträge übermittelt. Wir hatten heute wieder eine Veranstaltung im Landschaftsverband, wo die Vorträge lormend mitvermittelt wurden. Natürlich in einer etwas gekürzten Form. Es werden überflüssige Worte dann auch schon mal weggelassen und etwas vereinfacht. Aber es ist vermittelbar. Und hier ist dann die taktile Gebärdensprache. Sie sehen hier die Barbara gebärdet und der Taubblinde hat die Hände auf ihren Händen liegen und erfasst damit, was sie sagt. Ich komme ja nun selber aus einer Familie mit einem gehörlosen Bruder. Wir haben das auch nicht erkannt. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Also man kann Wege zur Kommunikation finden. Ich hoffe zum Schluss, dass ich Ihnen ein bisschen anschaulich und ein bisschen begreiflich darlegen konnte, wie ein Leben mit Taubblindheit aussieht, was möglich, aber auch was nötig ist, ins Bewusstsein zu rücken. Und auch klarzumachen, was noch alles getan werden muss, um die Rechte taubblinder Menschen umzusetzen. Wenn Sie Möglichkeiten sehen, welcher Art auch immer, so unterstützen Sie uns. Und sollte sich Ihr Weg einmal zufällig mit dem eines taubblinden Menschen kreuzen, dann begegnen Sie ihm nicht mit Mitleid. Mitleid schreibt die Situation fest, führt nicht aus ihr heraus. Begegnen Sie ihm mit Respekt und mit Ruhe und Besonnenheit, ganz so wie unser Passant vom Anfang. Nehmen Sie sich die Zeit zu erkennen, was Sie tun können und führen Sie niemanden über eine Straße, die er gar nicht überqueren will. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.